Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Trials of Mana. So, meine Lieben, wir sind hier in Böhala, wenn man das so ausspricht. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das ausgesprochen hat. Ja, wir haben in der letzten Folge unseren ersten Mana-Stein gefunden. Und ich hatte jetzt auch die Gelegenheit, die Kommentare zu lesen und zu beantworten. Also hier nochmal vielen lieben Dank an die liebe Katharina, die mir hier ein bisschen was erklärt hat über das Klassenwechseln. Ne? Und ich möchte da jetzt nochmal hin, um das auszuprobieren. Das ist hier vorne gewesen. Gut, alles klar. Ich dachte schon, ich müsste nochmal zurücklaufen. An euch werde ich höchstwahrscheinlich nicht vorbeirennen können. Aber das ist gar kein Problem, denn ihr seid nämlich so gut wie erledigt. So, ich bin aber dennoch ein bisschen, ja, mir so ein bisschen unschlüssig. Ne? Ich werde das jetzt mal nochmal hier angehen. Ja. Denn ich habe nämlich auch die liebe Katharina gefragt, wie es denn aussieht, wenn ich diesen Klassenwechsel durchführe. Ob ich denn noch die Möglichkeit habe, das Ganze rückgängig zu machen. Und die liebe Katharina ist so schnell gewesen mit dem Antworten von diesem Kommentar, dass mir das richtig gut gefällt, dass das noch vor dieser Folge hier passiert ist. Denn diese Folge hier, die kommt nämlich schon fast in 4 Stunden online. Und ja, diesen Klassenwechsel, der ist mehr oder weniger endgültig. Also es würde später, ja, so ziemlich am Ende des Spiels, würde es einen Gegenstand geben, womit ich das Ganze dann noch zurücksetzen könnte. So, und das bereitet mir so ein bisschen Sorgen, ne, dass ich das dann halt nicht zurücksetzen kann bei Lust und Laune. Ich werde mir das jetzt mal mit Adlerauge anschauen. Try to switch your class. So, versuche deine Klasse zu wechseln. So. Klasse wechseln. So, und der wird dann jetzt, glaube ich, zum Gauner, wenn ich mir das jetzt so anschaue, ne? Ich könnte das dann auswählen. Genau, Gauner ist es gewesen. Ah, ich habe da ein bisschen Bammel. Ich habe dann Angst, dass mir das vielleicht dann nicht gefallen könnte. Ich weiß es nicht. Moment, ich gehe noch mal raus. Klassenwechsel abbrechen. Ich habe eine andere Idee. Ich möchte das Ganze angehen. Und zwar, genau, ich werde das mit Reese tun. Ja, denn ich spiele ja, ja, überwiegend hier mit Adlerauge. Deshalb traue ich mich da jetzt noch nicht so ganz mit diesem Klassenwechsel. Und wenn mir das jetzt hier mit Reese ziemlich gut gefällt, dann kann ich ja immer noch hierhin zurückkehren und das ja dann immer noch durchführen, diesen Klassenwechsel. Deswegen, Reese, du bist hier die mutigste von uns allen. Sie wird das hinbekommen. So, dann wird sie zur Runenmaid, oder? Moment. Oh, es tut mir so leid, ich bin so unschlüssig. Eine verstärkende Unterstützerklasse. Valkyren können alle Werte erhöhen, um ihren Verbündeten zu helfen. Sie gleichen die Schwächen der Gruppenmitgliedern aus, indem sie ihre Stärken verbessern. Was sich ja so richtig toll anfühlt, wollte ich erst sagen. So, bei der Runenmaid die Klassenbeschreibung. Eine schwächende Unterstützerklasse. Runenmaiden können Gegnern die Kraft rauben, um der Gruppe zum Sieg zu verhelfen. Leute, es tut mir so leid. Moment, ich muss nochmal hier raus. Ja, ich möchte das abbrechen. Okay, dann möchte ich das jetzt mal mit Angela nochmal probieren. Mir das mal bei ihr anschauen. So. Klasse wechseln. Okay, Zauberin, Mystikerin. Eine Klasse, die Zugriff auf eine Vielzahl von Zaubern hat. Zauberinnen können die Schwachpunkte ihrer Gegner mit verschiedenen Arten von Elementarmagie angreifen. Mystikerinnen verstehen es gut, die Gegner zu behindern,
und sind bewandert im Wirken von dunklen Zaubern. Sie können Fähigkeiten erlernen, die es ihnen erlauben, ihre eigene TP aufzubrauchen, um den Schaden ihrer Zauber zu erhöhen. Ja, das gefällt mir ja nicht so. Na, ich möchte ja keine Lebenspunkte oder beziehungsweise hier in diesem Beispiel jetzt TP verbrauchen, ja, um meine Zauberwirkung zu erhöhen. Ja, also meine Zauber... Wie heißt denn das Wort, das ich suche? Ich komme doch nicht drauf. Meine Zauberwirkung. Ihr wisst, was ich meine. Zu verstärken. Danke. Das möchte ich nicht. Oh, Mann. Ich muss mir das mal eher abbrechen. Also mir gefällt das bei ihr nicht, mir gefällt das bei Reese nicht. Und jetzt hatte ich doch am Anfang Adlerauge ausgewählt und habe mir das dann gar nicht durchgelesen. Jetzt probiere ich das Ganze nochmal. Adlerauge. Leute, es tut mir so leid, dass ich da so unentschlossen bin. So, der Halunke. Eine listige und vielseitige Klasse. Halunken können Magie einsetzen, um Statuseffekte hervorzurufen. Und Gegner mit Feind angreifen. Darüber hinaus verwirren sie den Feind mit trickreichen Aktionen. Beim Gauner, auch eine auf Technik basierende Schwächungsklasse. Gauner setzen besondere Aktionen und Spezialangriffe ein, die ihre Gegner behindern. Sie sind außergewöhnlich geschickt darin, ihre Kontrahenten zu schwächen. Das wiederum hört sich ja dann doch schon ein bisschen besser an als das hier. Aber ich habe Angst, weil ich spiele ja überwiegend mit ihm. Was ist, wenn ich das hier jetzt auswähle und das gefällt mir jetzt so gar nicht? Bei den anderen beiden hat mir jetzt der Klassenwechsel, also diese Klassenbeschreibung, nicht so gefallen. Und das hier gefällt mir dann doch schon besser als das hier. Oh komm, ich tue es einfach. Klasse wechseln. Ach du meine Güte, was habe ich getan? Okay. Ach, ich muss auf Ende drücken, das habe ich jetzt erst gesehen. Oh mein Gott. Wechseln von Klassen. Adlerauge ist von der Klasse Dieb zur Klasse Gauner gewechselt. Verbesserungen und neue Fertigkeiten. Klassenangriff Schattenhieb. Kombo Kreis, 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 Dreieck. Die KA-Leiste hat jetzt einen maximalen Stand von 300%. Oh. Zwei Fähigkeitenplätze hinzugefügt. Neue Aktionen und Fähigkeiten unter Ausbildung verfügbar. Oh. Eine Trophäe hat es dafür auch gegeben. Das ist ja schön. Ja, Moment. Das muss ich mir jetzt alles anschauen, Leute. Es tut mir so leid. So, Robust 2, Stärke 5. Guck mal, das haben die anderen nicht. Oh, schaut mal hier. Wassertrick, schmutziger Trick, Donner... Okay, ich wäre jetzt wirklich hier ziemlich blöd gewesen, wenn ich das hier jetzt nicht getan hätte. Moment, Ausrüstungswerte. Genau, jetzt hat er hier noch 2 Slots. Wenn ich das bei den anderen beiden mache, das gefällt mir nicht so, was ich da gelesen habe bei der Klassenbeschreibung. Aber dann wiederum hätten wir dann auch neue Techniken und so. Und das wäre halt auch richtig nice. Hm. Überredet. Who is switching classes? Ja, Adlerauge, kann ich das jetzt nochmal auswählen? Try to switch your class. Oh. Klasse wechseln. Looks like you need more experience before you can switch classes. Cheer up. We can try again later. Okay. Ja, das macht ja nichts. Ja, gut. Dann machen das jetzt noch die anderen beiden. Try to switch your class. So, Moment. Klasse wechseln. Ich weiß, die Beschreibung hat mir überhaupt nicht gefallen, aber das ist schade. Weil wir haben aber da neue Techniken und so. Und neue Slots. Sieht auch schick aus, ne? Ja, steht dir ziemlich gut.
Zack. So, Reese ist von der Klasse Amazone zur Klasse Runenmaid gewechselt. Verbesserungen und neue Fertigkeiten. Klassenangriff Luftland, so Kombo dieselbe wie das bei Adlerauge gewesen ist. Auch hier die 300%, ach stimmt, die hatte ich vergessen eben noch aufzuzählen. Zwei Fähigkeitenplätze noch mit hinzugefügt und neue Aktionen und Fähigkeiten unter Ausbildung verfügbar. Ja, dann müssen wir das jetzt bei Angela auch tun, ne? Das ist ganz klar. So, Moment, ich muss mir das jetzt aber erstmal hier von Reese anschauen. So, Aufladung, hier auch nochmal Stärke plus 5. Die Ausdauer, ja, Schnellheilung, gewaltiger Malus. Glück, magischer Schmetter, Wehrlos, Entkräftung, Schwächung, Malus MP, Ersparnis, Geist plus 5. Hört sich doch alles nice an. Okay, Angela, du bist die Nächste. Ich meine, ich gehe mal stark davon aus, dass sie dann vielleicht Fähigkeiten oder Zauber lernen wird, indem sie halt TP verlieren wird und sich dadurch ihre Zauberangriff erhöht. Ja, aber ich muss es ja nicht einsetzen. Hoffentlich breche ich mir hier nicht das Genick mit diesen Aktionen hier. Klasse wechseln, ja. Okay, dann let's go. Also ihr seht ja doch alle schon schick aus, ne? Das kann ich jetzt nicht anders sagen. So, Verbesserungen, neue Fertigkeiten, Klassenangriff, Mordstern. Mordstern, das hört sich cool an, Mordstern. Gut, neue Aktionen verfügbar, alles klar, das schauen wir uns dann auch noch gerade schnell alles an. Ja, jetzt habe ich hier so viel gebabbelt und habe das hier jetzt nicht rausschneiden können. Entschuldigt bitte. So, Ausbildung. Dann gucken wir mal Angela. Zurückfordern. Feuerball. Feuerball plus. Eisschmetterer. Wort des Bösen. Eisschmetterer plus. Dunkelverringer. Oh. Heilige Kugel plus. Wirbelsturm plus. Okay. Dann würde ich sagen, stürzen wir uns doch so in den Kampf. Ja, jetzt muss ich mal aber trotzdem... Ja, jetzt stimmt ja mal hier meine TP nicht. Ach komm, dieses kleine bisschen wird schon schief gehen. So. Ja, ich werde, also wie ich vermutet habe in der letzten Folge, gehe ich mal stark davon aus, dass wir hier einen Boss bekämpfen müssen. Ja, das sieht ziemlich stark danach aus. Sackgasse, große Fläche. Schauen wir mal. You must have destroyed the wind statue too. Ja, sieht ja mal richtig nice aus. He disappeared. Something's wrong. Eine Harpie. Well, this is a better looking monster than most, at least. We have to hurry and save Sophie. Got it. We'll be right with you. So, Moment, ich drücke hier die falsche Taste. So, komm du runter. Oh, verflixt. Ja, schade. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier eigentlich weg. Moment, ich komme mal zu dir rüber. Oh, verdammt. So, und hier. Ah, Wirbelwindspeer. Genau. So, Angela. Moment mal, wir haben hier was Neues. Guckt mal, hier auf Dreieck. Wo ist sie denn jetzt? Ah, hier. So, zack. Mordstern. Jawohl. Jetzt liegt sie auf dem Boden. Schnappen wir sie.
Moment, den Gauner-Special möchte ich auch noch einsetzen. Moment. So, kann ich ja jetzt. Funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Auf Dreieck? Das Bild ist auch ein bisschen ausgegraut. Vielleicht brauche ich dafür 200. Maybe. Könnte ja sein. Angela, was ist los? Oh, 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 oh. Gar nicht gut. Engelskelch. Hier. Bitteschön. Luftschneide. Oh. Nicht so nice. Jetzt bekommt sie es schon wieder ab. Moment. Moment, Moment. Hier. Ein Bonbon. Zack. Jawohl. So. Komm, die Hälfte haben wir. Wirbelsturm plus. Hat sie jetzt noch jemanden getroffen? Komm, ich möchte gerne. Oder reichen vielleicht auch 150? Nein, ich glaube, ich brauche 200. Moment, ich bin da. Schokolade. Obwohl, die brauchen wir nicht. Ein Bonbon reicht hier vollkommen, oder? So, zack. Ah, Moment. Hier, ich kann doch das kaputt machen. So, jetzt bin ich hier bei meinem... Moment, nochmal. So, jetzt habe ich meine 200 tatsächlich. So, bleib doch mal hier. Hallo, komm mal runter, bitte. So, jetzt Schattenhieb. Jawohl. Sehr schön. Okay, Moment, Moment. Hier. Ah, hoppla. Oh, oh, weg. Schnell weg. Leute. Hier ein Bonbon, schnell für sie. Ich weiß nicht, was sie da tut. Ich glaube, das ist nicht so... Ja. Ja, jetzt ist sie gestorben. Oh, verdammt. Wo habe ich denn? Engelskelch? So, sie hat nicht mehr viel. Wo ist sie denn jetzt hin? Du gehst mir hier ziemlich auf den Keks. Oh, oh. So, immer schön weiter angreifen. Jawohl. Sehr schön. Es hat funktioniert. So, und dann... Giftdolch. Und das war's. Ach, das war's schon. Ich hätte vielleicht noch gedacht, dass der Ritter kommt. Wow. Jawohl. So ist das gut. 7070 Erfahrungspunkte. You okay? Jin? Sophid, are you all right? Ooh, you saved me. Who was that Dark Knight from earlier? I don't know. One moment he was looking at the Mana Stone, and the next he was after me. He drained my energy and summoned Harsepity. Sounds like that guy was after the Mana Stone. Sophid, we need your help. I see. Well, you all saved my life. I'll stick with you until the bitter end. Kräfte vom Windelementar Djinn erhalten. Yay! Okay, Windelementarmagie. Da du jetzt Zugriff auf Djinns Kräfte hast, kannst du Windelementarmagie einsetzen, indem du den Fähigkeiten im Options-Abschnitt Ausbildung Lernpunkte zuweist. Einige Beispiele für Windmagie: Blitzsäbel. Verleiht der Waffe eines Verbündeten Windelementarschaden. Wehrlos. Senkt die Verteidigung eines Gegners. Wirbelsturm. Verursacht Windmagie-Schaden. Finally, we can reclaim my home from those invaders. Thank you all so much for your aid. As Dom Perry suggested, we must utilize the Somnosis in the meadow. Okay, jetzt müssen wir nochmal zurück. Und Ausbildung. Denn jetzt können wir nochmal ein bisschen hier unsere Lernpunkte verteilen. So, jeder hat aktuell 4. Genau, Stärke erhöhen finde ich gut. Das würde ich schon gerne tun. So, zack. Werte erhöht. Erhöht Stärke Grundwert um 5. Oh, wisst ihr, was ich vergessen habe, was mir gerade einfällt? Ich hätte hier doch noch was
draufbappen können, bevor wir jetzt hier gekämpft haben. Nun gut, TP plus gemeinsame Fähigkeit, Priester des Lichts, erhöht den TP-Grundwert um 30. Ja, wieso nicht? Und robust würde ich gerne nochmal hier mit einbinden. So, Konter und Davonkommen. Kampfeswille, gemeinsame Fähigkeit, Von Boyage, erhöht den Schaden starker Angriff um 5%. Immer her damit. Und Revanche, senkt beim Verwenden eines Klassenangriffs den KA-Gesamtverbrauch um 10%. MP, ah, das würde ich dann lieber dann doch Angela geben. Verbannen, gemeinsame Fähigkeit, Wahrsagerin, senkt die Dauer von Statuseffekten um 50%. Glücksfund, erhöht die Beuterate um 5%. Ja. Damit ist Adler. Achso, damit. Ah ja, ach, wie doof. Steht doch da. Zielgenauigkeit. Erhöht die Chance auf kritische Treffer um 10%. Ja, dann nehmen wir das. Und Sieges-MP. So, Moment. Hier dann noch diese MP. Das möchte ich dir noch geben. Magischer Wechsel. Gemeinsame Fähigkeiten. Aurora-Schwestern. Erhöht im Kampf den Magieangriff um 5%. Ja. Bitteschön. So, dann hätten wir das. Moment, jetzt machen wir aber hier noch mit der Ausbildung weiter. Falsche Taste. So, Stärke. Abfangen. Senkt den Schaden, den Gegner verursachen, die den Spieler anvisieren, um 5%. Das wäre aber dann auch nochmal eine Fähigkeit, ne? Ja, ich... Wehrlos. Senkt die Verteidigung eines Gegners. Glück. Ich nehme hier dann auch die Stärke. So, kostet 3. Angela. Zurückfordern. Ja, dann machen wir das, weil ich hätte gerne den Feuerball. Reicht zwar nicht ganz. Gemeinsame Fähigkeit erlernt. Stellt bei einem erfolgreichen starken Angriff ein MP wieder her. Nein, das möchte ich nicht ausrüsten. Aber den Feuerball, sobald wir das gelernt haben. Okay, ja, das hier möchte ich natürlich dann noch mitnehmen. Ne, wir lassen hier nichts liegen. Achso, das ist dann auch das Einzige gewesen. Naja, gut. Immerhin. Die, ah, ich weiß gar nicht mehr, wie der Boss jetzt hieß. Hier, diese Harpie. Sobald die erforderlichen Bedingungen erfüllt sind, kannst du einen Mana-Stein benutzen, um deine Klasse zu wechseln. Richtig. So, Moment, ich möchte jetzt hier aber nochmal was ausprobieren. So, Moment. Ich gehe jetzt mal auf Adlerauge. Achso, aber als ich das jetzt zum ersten Mal auswählte... Achso, Klasse zurücksetzen. Ich wähle das jetzt mal aus. Genau, alles klar. Also, ne, da fehlt mir halt dann dieser Gegenstand, den ich dann dafür benötigen würde, wenn ich das möchte. Okay, jetzt muss ich mal kurz... Ah, wir haben doch diesen Shortcut, ne, den wir da nehmen können, den wir da mehr oder weniger freigespielt haben. Sie... Oh, den habe ich gar nicht mehr gesehen. Aber sie muss auch immer gleich immer so hardcore unterwegs sein, ne? Sie setzt hier immer gleich ihre ganzen Zauber ein. Moment. So, oh, verflixt. Jetzt hat er mich doch komplett getroffen hier, der Kollege. So, Moment. Oder obwohl, Moment. Hier, Breeze. Dann wollen wir doch mal die Luftlanze sehen. Habe ich damit jetzt überhaupt jemanden getroffen? Naja, sieht man zumindest so aus. Und Angela. Da müssen wir gleich mal gucken. Angela, 208. So, Moment, hier habe ich doch meinen Shortcut. Das hier hatte ich gemeint. So, dann kämpfen wir jetzt. So, achso, den Mondstern, den hatten wir ja gesehen. Aber den Mordstern. Ich glaube, ich habe gerade Mondstern gesagt, ne? Ich meinte aber Mordstern. So, alles klar. Wenn die Verwirrung verwirrt ist. Yes, aber wir haben es geschafft. Mir gefällt die Attacke Mordstern. So, kritischer Treffer. Sehr gut. Und tschüss. Nein. Sie muss immer alles ausgeben an ihren kompletten MP. Bald hat sie keine mehr, weil sie nur noch am Zaubern ist. So, Diamant. Oh, das hätte ich gern gesehen.
den Diamantsplitter. So, aber, tada, das nehmen wir noch mit. So, ich wollte gerade sagen, ich konnte doch hier rüberspringen, ne? Chip, und wir sind wieder auf der anderen Seite. Ich überlege gerade, weil mir das gerade einfällt, hier mit meinem Kaktusfratz. Nicht, dass er sich noch hier irgendwo versteckt hat und ich hätte hier nochmal alles ablaufen sollen. Aber das waren zwei Stellen. Nee, da glaube ich nicht dran. Dann hätten wir den ja auf dem Hinweg ja dann nochmal gesehen, oder? Ich bin jetzt einfach mal so mutig und verlasse jetzt die Höhle. So, dann muss ich dahin. Alles klar. Also einmal nach rechts. Moment, kann ich an euch vorbeilaufen? Nein, kann ich nicht. Naja, gut, ich könnte fliehen, aber ich bin da nicht so der Typ für. Moment, stopp, ich habe die falsche Taste gedrückt. Achso, ich könnte ja auch meine Kombos mal einsetzen, die ich doch jetzt freigeschaltet habe, ne? Dreimal Kreis und einmal Dreieck. Eine Schokolade haben wir bekommen. So, komm, wir geben mal Gas. Moment mal. Das möchte ich jetzt auch nochmal. Chip. So, wirfst du den jetzt? Ja, den hat er doch jetzt zu Reese rübergeworfen. Den bekommt jetzt Angela, ne? Super, perfekt. Dann muss ich da nicht hin und her switchen. Ich muss da runter. Also muss ich gegen euch kämpfen. Da führt kein Weg dran vorbei. Moment. 1, 2, 3. Verflixt. Ja, ich glaube, in der Luft ist diese Kombo nicht so toll. Ach, sind wir schon fertig? Ja, das ging ja schnell. Wunderbar. So, dann werde ich das nämlich hier bei dem versuchen. Aber jetzt dreht er sich hier durch die Gegend. Aber habe ich denn seine Barriere kaputt gemacht? Zack. Ich glaube, wir haben gerade die Kombo sehen können. Ah, ich hätte doch jetzt auch hier oben runterspringen können, um mir das alles ein bisschen zu verkürzen, das Ganze. So, hier, Giftdolch. So, zack. Alle erledigt, oder? Sind alle raus. Perfekt. Das war doch einfach mal ein perfekter Schlag. Sag mal, laufe ich immer noch richtig? Nein. Ich hätte die gar nicht bekämpfen müssen, wenn ich da jetzt einfach mal ein bisschen besser aufgepasst hätte. Das nehme ich trotzdem mit hier rechts. Dankeschön. So, dann sind wir jetzt auch komplett hochgeheilt. Hallo. Ihr habt beim letzten Mal aber hier nicht gestanden, oder? Oh, da seid ihr ja. Konntet ihr mit Dumpery sprechen? Meine Güte, ihr habt euch mit dem Windelementar höchstpersönlich angefreundet. Verblüffend. Orma ist auf der Somnosa-Aue. Ich bin mir sicher, dass sie gerne von euch hören würde. Also ich könnte spüren, die waren beim letzten Mal nicht hier. Orma ist auf der Somnosa-Aue. Ja, das haben wir schon gehört. Hier war beim letzten Mal noch niemand, als ich hier entlang gelaufen bin. Okay, jetzt muss ich hier erstmal nochmal mit allen sprechen. Also nochmal in Anführungszeichen. Auf unserer Basis ist es ziemlich beengt. Ich kann es kaum erwarten, die Zitadelle zurückzuerobern. So, Moment. Dich habe ich auch gesehen. Ich werde da jetzt auch mal geradeaus weiterlaufen. Bitte begebt euch schnell zur Aue. Ja. Einen kurzen Moment. Ich möchte nochmal kurz hier in die Ecken reingucken. Nicht, dass hier irgendwo noch der Kaktus hier versteckt ist. Das wäre nämlich ziemlich uncool. Oh. Nein. Oder doch. Ich werde trotzdem mal hier nochmal entlang laufen. Hier wird es sich bestimmt auch noch lohnen, mit dem einen oder mit dem anderen zu sprechen. Aber wenn, dann glaube ich eher dann oben. Mit dem Dorfältesten oder so. Ich kann ja mal mit ihr sprechen. Wir haben einen Agenten in der Aue gefasst. Er verhält sich eigenartig. Ich weiß nicht, wie die Nevaliana, meine Güte, die Zeitdelle in diesem Zustand einnehmen konnten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das hatte sie beim letzten Mal auch gesagt. So, Moment. So, da möchte ich einmal noch hier hinten in die Ecke.
Einfach nur, um sicher zu gehen, dass hier Kaktus nicht da ist. Er ist nicht da. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, wenn ich hier Entwickler wäre, ich hätte ihn hierhin platziert. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie so einladend aus für einen Kaktus, findet ihr nicht? So, dann gib mal hier ein bisschen Gummiadlerauge. Einmal hier nach oben. Und ja, ich spreche mal mit dir. Die Zitadelle Laurentien befindet sich weiter oben auf dem Berg. So. Oh. Der Mann ist gar nicht mehr da. Dann spreche ich mal mit Reese. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Überlebende geben würde. Das ist wirklich ein Segen. Damit kann ich nicht interagieren. Okay, alles klar. Dann ist dieser Weg hier quasi umsonst gewesen. Okay. Dann... Ah, ich glaube, der stand hier auch in der Mitte, oder? Ja, hier steht er doch. You made it. Did you have a chance to speak with Dom Perry? That we did. Take a look. Hello, nice to see you. Oh, leave this to me. Hm, Schlafsporen. Gute Nacht. Now is our chance. Please, be careful. There may be enemies in the Citadel that did not succumb to the sleep spores. Help yourself to the supplies in the barrels. There are candies and cups of wishes. Hostile insurgents will no longer be tolerated in Citadel Laurent. My father will not have died in vain. I will take back this kingdom! I'm on your side, Reese. I won't let my fellow thieves be manipulated like this. Okay, dann machen wir die... Ah, ich kann die nicht kaputt machen. 3 Engelskelche erhalten und 9 Bonbons. Okay. Das ist dann doch schon viel. Ah, Moment. Ist hier trotzdem zu? Schade, dann könnte es sein, dass wir hier dann den Schlüssel dafür bekommen werden, oder? Dass ich den dann hier vielleicht irgendwo in der Kiste finde oder so? Okay, das wird ja jetzt aufregend. So, ab ins Gemetzel. So, hier haben wir 10 Lucre. So, jetzt muss ich mich hier erstmal hier umschauen, denn hier ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Kaktus hier sein wird. Oh, sieh mal an. Oh, den konnte ich jetzt so einfach aufsammeln. Oh, das ist aber nett gewesen, dankeschön. Einen Sachensamen erhalten. Okay. So, das brauche ich ja nicht kaputt zu machen. Kann ich das kaputt machen? Negativ. So, kann ich mit euch interagieren, mit euch reden oder so? Nö. Mit euch reden oder so, wie geil ist das denn? Ja, mit Schlafen. Ja, kann ja sein, ne? Dass hier vielleicht jemand im Schlaf redet. Ja, das mache ich ja ab und zu. Letzte Woche bin ich wach geworden, weil ich im Schlaf lachen musste. Tim war auch ganz verwundert, der so, was zur Hölle war das denn? So, ich habe keine Ahnung, aber es muss irgendwas Witziges gewesen sein. Ich bin von meinem Lachen wach geworden. Auch cool. So, dann möchte ich natürlich erstmal hier rein. Abgeschlossen, alles klar, gut. Was ich möchte, scheint das Spiel nicht zu interessieren. Na gut, dann muss ich das respektieren. Dann gehen wir eben hier rein. Okay, ist alles gut hier? Das übernehmen wir. Ja. Oh, jetzt ist die Puckzeit. Oh, was ist hier passiert? Warum liegt sie hier? Okay, hier scheint wohl jemand zu sein, der nicht eingeschlafen ist.
noch einen weiteren Sachensamen. Sehr schön. Hier kann ich keine Bücher lesen. Da muss es hier doch bestimmt noch jemanden geben. Eine Kiste. Ja, hallo. Und 60 Lucre erhalten. Das ist es dann aber auch dann schon gewesen. So, Moment. Moment. Achso, nee, okay, ich dachte erst, das wäre wieder so ein Bottich, wo ich hier meine Samen einpflanzen kann. Hätte ja sein können, dass es das dann auch hier gibt. So, jetzt auf die andere Seite. Genau, hier ist die Statue. Na gut, könnten wir eigentlich mal hin, um die MP von Angela zu regenerieren. Automatisches Speichern. Und werde dann trotzdem gefragt, ob ich noch manuell speichern möchte. Yes. Denn hier sind wir doch damals gewesen, ne? Als wir doch hier in der Vergangenheit gespielt haben. So. Mit Reese hatten wir gespielt, als wir auf der Suche nach Elliot gewesen sind. Seid vorsichtig. Jawohl. Okay. Hier. Moment. Hier komme ich wieder runter. Was sagst du denn so? Seid vorsichtig. Ja, danke. Das übernehmen wir. In Ordnung. Okay, alles klar. Dann kann ich dann erstmal hier entlang. Ah, schaut mal. Da haben wir doch Gegner. Dann wollen wir die doch mal erledigen. Hey! So. Wow. Die vertragen aber schon was. Das hat jetzt... Wow, shit. Ich bin voll reingelatscht. Wie blöd. Vorsicht, weg. Ja, super. Zack. Danke, Angela. Ja, sieht wohl so aus. Ich kann hier gar nichts mitnehmen. Okay. So, und da hinten geht es dann auch schon weiter. Das möchte ich nicht. Da muss ich erstmal hier hinten hin. Die Blumenvasen erinnern mich so extrem an die Schleimtropfen. Aber das hatte ich ja auch schon gesagt, als wir die zum ersten Mal hier gesehen haben. Eine Kiste. Ein Engelskelch erhalten. Okay. Okay. So, hallo. Na, alles Paletti. Zack. Oh, oh. Was wollte der machen? Ich glaube, der wollte bestimmt irgendeine tolle Fähigkeit einsetzen. Ein Aufstieg? Wer ist das gewesen? Ich habe da jetzt gar nicht aufgepasst. Sieht nach Adlerauge aus, als wäre er aufgestiegen. Okay. So, gibt's hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Nein. Gut, dann geht's weiter. Okay. So, hallo. Das übernehmen wir. Alles klar. Dann mach du mal. Wie viele Kisten? Oh, 9. 9 Kisten. Okay, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir so viele Kisten haben. Ich könnte mich jetzt nicht erinnern. Also 7 war, glaube ich, so das Höchste, was wir hatten, oder? 6 Lucre. So, ich muss aber hier noch ein bisschen Ausschau nach dem Kaktus halten. Okay, sehen tue ich jetzt hier nichts. Moment. So, hier habe ich noch eine Vase. Ein Bonbon erhalten. Hier haben wir noch eine Kiste. Das ist schön. Eine Schokolade. Okay. Mann, wir haben... Wo könnte der Kaktus sein? Der muss doch bestimmt hier sein.
Ich hätte ihn bestimmt noch irgendwo anders aufsammeln können. Kann ich da... Oh. Ja, könnte ich. Aber ich käme da nicht auf die andere Seite. Denn die andere Seite ist auf der Karte gar nicht eingezeichnet. Oh. Hallo? Dann... Zack. So, wo ist er? Hier. Zack. Du hast gewonnen. Jawohl. Und Reese ist aufgestiegen. So, einmal nach oben. Oh, 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 oh. Was ist hier los? Schwert des Bösen. Ach so, du bist einfach nur ein Schwert. Ich dachte, erst nach... Das wäre ein unsichtbarer Gegner und wir sehen nur das Schwert von dem. Aber nein. Das Schwert ist der Gegner. Okay, das war doch ziemlich gut. So, einmal hier nach oben. Denn hier haben wir eine Kiste. Schade. Wow. Ein Hinterhalt. Ein Hinterhalt. Wo sind wir denn hier? Okay, Moment. Mein Schattenhieb. Zack. Sehr schön. Und das war's. Und wir haben hier ein Engelskelch. Und ja gut, Angela bräuchte vielleicht ein Bonbon, aber das dürfte ja gar kein Thema sein. Moment, hier so Angela, bitteschön. So, okay, dann weiter geht's. Okay. Ah ja, okay, ich weiß, wo wir sind. Noch drei Kisten. Ja, da sind wir gewesen. Und da noch nicht. Da werden wir dann noch hinkommen. Gehe ich mal stark davon aus. Okay. Wow, was war das? Ja, ja, wieder ein Hinterhalt. Ich glaube, wir haben... Was, der ist alleine aufgetaucht? Okay. Oh, jawohl. Sie ist auch endlich aufgestiegen. Ein Bonbon erhalten. Du bist alleine? Ah, nein. Das sind doch die zwei Schwerter. Ich wechsle mal gerade rüber. So, hallo. Und zack. Dann zeige ich mal den Schwertern, was meine Luftlanze so kann. Zack. Das war's. Ey, das hat ausgereicht für alle drei dieser Angriff. Hut ab, Reese. Hut ab. So, Angela, dann wollen wir doch mal mit dir als nächstes weitermachen. Komm, hier taucht doch bestimmt auch noch wer auf. Echt nicht? Okay. Ah, hier ist einer am Schlafen. Immerhin, den hat's erwischt. So, dann haben wir hier 100 Lucre erhalten. Genau, und wir sind eben da oben entlang gelaufen, ne? Also kommen wir hier tatsächlich hin. So, TP, ja, einmal hier für Adlerauge. Oh, hallo. Das hier gefällt Angela hundertprozentig. Mordstern. Zack, okay. Wow, Vorsicht, Vorsicht. Tornado. So, deine Barriere ist auch hinüber. Jawohl, jetzt haben wir sie. Ich glaube, ich habe dreimal meine Silbersachen sammeln, hat er fallen lassen. Also hat einer von denen fallen lassen. Ich habe hier meine Combo eben eingesetzt. Und hier auch nochmal. So, er ist nicht zum Angriff gekommen. Sehr schön. PP. Sehr schön, dann sind wir auch wieder komplett hochgeheilt. Und weiter geht's. Eine Sackgasse. Oh. Okay. Schläft der? So. Okay, Moment. So, dann hier mein Giftdolch. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Erledigt. Okay, und die haben die Schwerter erledigt. Ja, perfekt.
Läuft doch hier bei uns. 480 Lugre, das ist doch eine Menge. Sehr schön. Wie viel haben wir? 13.821. Nice. Läuft bei uns. So, dann haben wir hier einmal zwei Schwerter und hier diesen Kollegen. Sehr schön. Nein, 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 nein. Du wirst deine Technik nicht einsetzen. Sehr schön. Schwert des Bösen. Die sind aber auch ziemlich flink. Ja. Teufelchen. Du bist hier alleine. Ja, das habe ich mir doch schon fast gedacht. In so einem etwas größeren Raum soll der alleine sein? Wohl eher weniger. Perfekt. So, das hier ist der richtige Weg. Da möchten wir natürlich... Oh, erstmal nicht hin. Oh, hier Gegner. Moment. So, hier muss ich dann jetzt erstmal mit jedem wechseln. So, die Luftlanze. Perfekt. Ich glaube, wir haben alle, oder? Sehr schön gemacht. Perfekt. Haben wir alle Kisten? Nein, uns fehlen noch zwei. Zwei Kisten fehlen uns noch. Dann war es nur noch eine. So, meine Combo. Weg hier. Ja, das hättest du wohl gerne. Ich bin ein bisschen schneller gewesen als du. Ein Zinnstab. Ein Zinnstab. Moment mal, das könnte doch eine Waffe for you sein, oder? Moment. Nein, nicht R1. Der Zinnstab, möchtest du ihn haben? Oh ja, der Angriff steigt um 5 und der magische Angriff um 8. Bitteschön, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deiner neuen Waffe. Moment mal, hätte ich da jetzt eigentlich runterspringen können? Bestimmt, oder? Ja, perfekt. Ja, ich wollte gerade sagen, hier bin ich doch noch nicht gewesen in Sachensamen. Mir fehlt eine Kiste. Kann das sein, dass ich da hinten dann rauskomme? Nee, gegen euch hatten wir... Ach nee, Quatsch. Von da kam ich doch. Ich war verwirrt. Entschuldigt. So, okay. Oh, das weg hier. Jawohl, perfekt. Gut gemacht, Adlerauge. Perfekt weggesprungen. Erledigt. Oh, Angela hat nochmal 300%. Das wollen wir doch nicht. So, einmal Viereck for you. So, dann hier für... Ah, du sollst das eigentlich... Ah, sie benutzt das dann für sich. Ja, das ist nicht so nice. Das solltest du eigentlich nicht. Diamantsplitter versucht Erdmagie-Schaden. Achso, ja. Ja. Hier meine Zauber. Wie hatte ich das ausgewählt? Indem ich nach unten drücke. Bei ihr habe ich keine Aktion. Und bei ihm auch nicht. Okay, hier ist die letzte Kiste. Wunderbar. Aber wir haben keinen Kaktus gefunden. Poseidon-Klaue. So, einmal sollen wir speichern. Ja, komm, machen wir einmal sicherheitshalber. Gut, gespeichert hätten wir. Wir haben alle Kisten. Wunderbar. Das mit dem Kaktus macht mir nur ein bisschen Sorgen, dass wir den hier nicht antreffen konnten. Ich hätte vielleicht doch nochmal in der Höhle eine Runde drehen sollen. Okay. Das hier habe ich aber auch nicht kommen sehen. Was ist denn jetzt los? Müssen wir... Moment, ich bin doch total... Oh, ich glaube... Oh mein Gott. Ach du meine Güte. Hallo? Darf ich... ich bin maximal überfordert. Moment, falsche Taste. Darf ich hier... Mordstern einsetzen? 10 Uhr. Okay. So, dann setzen wir mal ihre Combo ein und gucken einfach mal, wie weit wir damit kommen. So, zack, Doppelhieb. So, hier darf einfach mal jeder drauf hauen.
Ja, aber nicht so. Moment, ich glaube, es wäre einfach clever in Flammenwand. Oh, 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 ich glaube, das ist uncool. Ja, super. Oh mein Gott. Moment, Moment, ich heile dich, Breeze. Verdammt. Okay, weg. Ja, super. Das darf doch nicht wahr sein. Ah, jetzt kommen hier noch Formwandler. Feierabend. Wo sind wir hier bitte? Formwandler. Ey, ihr könnt hier mal... Jetzt rasten die hier aber komplett aus, oder? So, Moment. Jetzt kommt hier mal mein Schattenhieb. Zack, jawohl. Kritischer Treffer. Sehr schön. Zurückstoßen. Moment. Was ist jetzt passiert? Das ist uncool. Engelskelch für Angela. Dann würde ich gern mit Breeze spielen. Breeze, komm schnell. Okay, jetzt die Luftlanze. Zack, sehr schön. Diamantsplitter. Vorsicht. Oh, jawohl, sehr schön. So, dann kümmere ich mich hier mal um diesen Formwandler, dass du mir hier nicht so viel auf den Keks gehst. Ja, das war so klar. Jetzt Kupferritter. Oh mein Gott. Moment, ich versuche hier euch zu heilen. Bonbon. So, bitteschön. Zack. Alter Schwede. Jetzt drehen die hier aber komplett durch. Was ist denn hier los? Was ist denn das für eine Zustandsveränderung, bitte? So, der Doppelhieb. Na, immerhin. Weg. Ja. Ich wollte es noch sagen. So, Moment. Giftdolch kann ich dann hier einsetzen. Immerhin. So, die heilige Kugel. So, immer schön draufschlagen. Jawohl. Reese, wenn du die 200 hast. Ja, dann kann ich direkt zu dir rüber wechseln. Verflixt noch eins. Oh, ich glaube, sie wird geheilt. Ah, nee, wird sie nicht. So, jetzt aber. So, und jetzt setzen wir die Luftlanze ein. 566. Sehr schön. Weg, genau. So, dann muss ich hier diesen Angriff einsetzen. Sehr schön. So, komm. Was ist hier los? Oh, nein! Also, sie stirbt mir immer sehr schnell weg. Das ist jetzt schon ein paar Male, wo sie gestorben ist, ne? Wegspringen. Ah, er hat mich trotzdem noch getroffen. So, Vorsicht. So, mit Angela wäre das jetzt gut. Oh, Mann, diese Pfeile sind so nervig. So, pass auf. Angela, jetzt kommt hier der Mordstern. Falle 2. Was hat denn Falle 2 zu bedeuten? Falle 2 hört sich irgendwie uncool an. So, Vorsicht. Ah, ja, super. Ja, das wird die Falle 2 gewesen sein. Auflösung. Ich habe keine Ahnung, was die Auflösung sein soll. Oh mein Gott, schnell weg. So, Schokolade. Zack, zurückrufen. Ne, zurückstoßen stand da. Lesen will gelernt sein. Okay, Moment. Hier der Giftdolch. Ich glaube, der neben mir steht, der wird das auch abbekommen. Jetzt hat er sich aber weiterentwickelt, ne? Meine Güte. Oh, jetzt ist sie gestorben, verdammt. Ich hab dir doch eine Schokolade gegeben, Mann. Oh, das ist doch echt nervig. Verdammt. So, Reese. Wenn die jetzt gestorben wäre, wäre ich auch ausgeflippt. So, zack. Okay. So, komm, mach weiter. Gleich haben wir den Giftdolch. Jawohl. So, genau, komm du mal hier vorne hin. So. Dann kriege ich den nämlich jetzt auch klein. Na gut, der Formwandler, jetzt verwandelt er sich natürlich, ne? In irgend so. Was ist denn jetzt schon wieder los? Meine Güte. Katastrophe. Das ist die Auflösung. Oh. Vorsicht. Oh, der Wind. Ja. Verdammt. Hier, Bonbon. So. Kann doch nicht wahr sein, jetzt bin ich kampfunfähig. Moment, Moment, ich versuche. Ich flippe gleich aus. So, komm du mal zurück. Oh Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Und ich habe nicht abgespeichert, ne? So, Moment. Ey, das. Ey, ihr wollt mich komplett veräpfeln. Hallo! Ey, das hier ist ja mal echt nervig. So. Die ganzen Pfeile hier im Moment. Ich glaube, das hier schaffe ich nicht, weil die stirbt immer recht schnell. Ah, doch, es hat doch funktioniert. So.
Reese. Oh, die steht gar nicht mehr auf. So, Moment. So, Doppelhieb. So, komm, weil der hat nämlich gar nicht mehr so viel zurückstoßen von mir aus. So, dann komme ich jetzt. Hallo. Moment, jetzt kann ich hier nochmal eine Schokolade erstmal nutzen. Weg von dem hier. Das wird hier immer schlimmer. Feuerball plus. Ja, natürlich. So. Ich muss das so angehen. So, was ist jetzt los? Ah, der ist jetzt mal ein bisschen duselig, ne? Perfekt. So, dann kann ich nämlich hier mein Giftdeutsch einsetzen. Zack, zack. Jetzt muss ich zu Reese rüber wechseln. Ah, verdammt, da war sie doch. Nein! Reese, wenn du jetzt stirbst, I'm telling you, flippe ich komplett aus. Genau, nimm die Schokolade und spring hier über. Oh my God, jetzt ist die tot. Meine Fresse. Angela. Ich, ey, das darf nicht wahr sein. Kann ich denn einmal was benutzen? Dankeschön. So. Und jetzt kommt die Luftlanze. Hab ich jetzt hier was? Ist das jetzt dein Scheiß Ernst? Jetzt ist der... Hallo! Ich flippe aus. Ich flippe aus. Was ist das hier bitte? Jetzt ist der Kampf unfähig. So, komm zurück. Ey, das hier ist doch echt ein... So, Moment. Ich wollte zaubern. So, nochmal. So, jetzt kommst du nochmal nach vorne. Ja, ich weiß. Die ist da wieder jetzt am rumheulen, ey. Aber beide. Oh, shit. Der schmeißt mich wieder zurück. Engelskelch. Für Angela. So, und hier für Reese. So, und jetzt lasst mich mal hier vorbei. Das kann ja wohl nicht wahr sein jetzt. So. Und dann kann ich gleich nochmal... Ah, super, wir haben ihn. Oh, Gott sei Dank. Der hier war ja mal echt mies, ey. Katastrophe. 4080 Erfahrungspunkte. Naja, immerhin. 2 Lernpunkte erhalten. Juhu. Okay. Meine Güte, war das hier eine Geburt. Also, das hier war ja dann doch schon... sehr anspruchsvoll. Das dürfte bisher, glaube ich, der anspruchsvollste Boss gewesen sein bisher. Meiner Meinung. Okay, gut, meine Lieben. Dann werde ich jetzt hier an dieser Stelle die Folge beenden und bedanke mich bei euch fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.